Hallo, ich bin Martin Laube. Ich bin zuständig für die Entwicklung von Hydraulikaggregaten bei Bosch Rexroth. Die Zukunft hat begonnen mit unserem revolutionären Hydraulikaggregat CytoBox. Und ich zeige Ihnen heute, wie einfach ich eine CytoBox in Betrieb nehmen kann. Mit unserem nutzergeführten Tool Commissioning Wizard CytoBox. Einfach runterladen, Installation starten und schon geht's los. Hier gebe ich den Typenschlüssel meiner CytoBox ein. Der Installationsassistent wird automatisch an die ausgewählte CytoBox angepasst. Zur Vorbereitung brauche ich noch Werkzeuge. Wenn ich alles bereit liegen habe, stelle ich die CytoBox am vorgesehenen Platz auf, stelle sie waagerecht mit den einstellbaren Maschinenfüßen. Der Assistent wählt automatisch die richtige Kühloption aus, gemäß dem Typenschlüssel, und schon kann ich mit der hydraulischen Installation beginnen. Das Anschließen der Hydraulikschläuche ist hier beschrieben. Es gibt einiges zu beachten. Wichtig: Zum drucklosen Anlauf der CytoBox müssen wir das Druckbegrenzungsventil, wie hier beschrieben, öffnen. Und schon sind wir bereit zum Einfüllen des Hydrauliköls. Ein sehr wichtiger Schritt zur Inbetriebnahme. Nachdem das Öl eingefüllt ist, lassen wir die hydraulischen Vorarbeiten hinter uns und wenden uns der Elektrik zu. Auch hier gibt es einiges zu beachten. Vorsicht! Wie wollen Sie Ihre CytoBox mit der übergeordneten Steuerung verbinden? Ich nehme an, mit einem Feldbus. Das Anschließen eines Kabels ist hier beschrieben. Kabel anschließen, fertig. Haben Sie Interesse an unserem kostenlosen digitalen Service CytoConnect? Hier können Sie mehr darüber lesen und Ihren kostenlosen Zugang anfordern. Zum Schluss noch die Leistungsversorgung anschließen und schon sind wir durch. Aufstellen, gemacht. Kühlung anschließen, fertig. Hydraulik, Haken dran, Elektronik verbunden. Und los geht's. Nachdem wir unseren Rechner mit der CytoBox über ein LAN-Kabel verbunden haben, sind wir bereit für die Verbindung und für die ersten Umdrehungen der Hydraulikpumpe. Der erste Schritt ist die Entlüftung. Ein automatischer Entlüftungsmodus erlaubt in einem niedrigen Druckbereich die automatische Entlüftung. Und während der Antrieb für 30 Sekunden läuft, können wir uns die Betriebsdaten der Einheit hier anschauen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt für die Hydraulik. Wir stellen den Druck ein. Genauer gesagt, die Begrenzung des Betriebsdruckes. Im Tab Settings können wir den maximalen Betriebsdruck eingeben. Die Einstellwerte werden automatisch vorgegeben und wir können den Antrieb starten. Er läuft mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit und wir können am Druckbegrenzungsventil den Druck einstellen, anschließend das Ventil gegen Verstellen sichern und schon sind wir fertig. Die CytoBox läuft. Jetzt muss ich nur noch mit Ihrer Steuerung sprechen. Der Abgleich mit dem Feldbus ist hier beschrieben. Ganz einfach. Noch kurz die Temperaturgrenzwerte einstellen für die Kühlung. Die notwendigen Funktionen aktivieren. Hier sehen wir unsere Grenzwerte für die Temperatur und den Ölstand. Und schon sind wir fertig. Die CytoBox ist in Betrieb genommen. 34 einfache Schritte in dem Commissioning-Tool und wir können loslegen. Zu guter Letzt können wir auch noch uns das Ganze als ein Report, als PDF ausdrücken und zu unseren Unterlagen nehmen. Vielen Dank. Wenn Fragen sind, wenden Sie sich gerne an uns.